Na, wenn das mal nicht einer der Top-Spots am Windenbach ist. Schön zwischen die beiden Bäume geworfen, drei Routen ausgelegt, ob am Tag oder an der Nacht, da sollte immer was gehen. Also raus mit den Routen, raus mit den Ködern, zack, locker aus dem Handgelenk, zwischen 7 bis 10 Meter locker einfach ausgeworfen, ohne dass man das so ganz streng nimmt. Irgendwo in dem Bereich geht immer was. Man kann es natürlich variieren und das gehört natürlich zur Spot-Suche auch immer dazu, dass man sagt, okay, ich probiere mal ein paar Köder ein bisschen näher und ich probiere mal ein paar andere Köder oder sogar den gleichen Köder auch ein bisschen weiter draußen. Man fächert das quasi nicht nur in der Tiefe ab, sondern natürlich auch links und rechts. Das heißt, genauso kann man auch mal ein bisschen weiter links und ein bisschen weiter rechts werfen, wenn man meint oder wenn man hier schon steht, kann man die ganzen Bereiche abfächern und testen. Und wenn man dann merkt, hier geht auf einmal viel mehr, geht man halt ein paar Meter weiter links oder ein paar Meter weiter rechts und testet. Das ist halt immer das A und O. Wichtigster Köder oder wichtigste Köder sind hier an der Stelle natürlich sowas wie einen Mistwurm, einen Regenwurm. Dann aber auch immer wieder wichtig Caster. Caster immer auch gerne beim Posenangeln. Das heißt, hier kann man sich natürlich auch hinstellen mit der Pose, beziehungsweise dann, wenn man mit der Stippe hier noch unterwegs ist, oder eben Köcherfliegenlarve, aber auch genauso die Zuckmückenlarve. Absoluter Allround-Köder, der immer wieder gut funktioniert. Was habe ich jetzt hier an der Stelle noch ausgelegt? Ich habe hier an der dritten Route nochmal auf Döbel ausgelegt. Das heißt, hier schön mit dem Grashüpfer, relativ kleiner Haken, erstmal gucken, ob die überhaupt da sind. Und dementsprechend rausgeschmissen und erstmal schauen, ob da was funktioniert. Wenn da der Döbel drauf anspricht, wenn da was funktioniert, kann man immer noch die Hakengröße verändern, dass man dann vielleicht einen größeren Haken nimmt, sowas wie einen 6er oder einen 4er Haken und dann gib ihm. Erster Biss, oder? Noch nicht gehakt. Ich drücke jetzt gerade R, die R-Taste. Jetzt ist er dran. Jetzt haben wir mit R die Fehlermeldung und zack, da hat er gehakt. Da ist er, der besagte Döbel. Tatsächlich immer noch an der Stelle hier. Ich hatte das vor kurzem erst noch getestet. Döbel auf Grashüpfer. Wenn wir jetzt hier an der Stelle den Haken ein bisschen größer machen, nehmen wir mal von einem 12er, gehen wir dann mal hoch auf einen 6er Haken. Auch da dann natürlich den Grashüpfer wieder drauf und wir werfen so ein bisschen hier in die Mitte. Zack, jawohl. Dann haben wir eben auch die Chance, dass da richtig schön dicke Brocken reingehen. Genauso gucken wir jetzt mal hier. Caster, noch keine Reaktion bisher. Das heißt, wir bleiben hier beim Caster. Wir haben einen 18er Haken, super kleinen, also wirklich schönen kleinen Haken. Jetzt nehmen wir da mal die Zuckmückenlarve und werfen die einfach mal aus. Und so variiert man dann eben an den verschiedenen Spots die verschiedenen Köder. Das ist immer abhängig von der Temperatur, vom Wetter, von vielen Komponenten, natürlich auch vom Skill des Anglers, denn man fängt mehr, wenn man ausgeskillt ist. Das heißt also, anfangs ist es natürlich so, dass man da noch nicht so ganz viel rausziehen kann. Es wird aber mit der Zeit mehr. Ein Kilo Döbel ist schon nicht schlecht. Also wie gesagt, die Frequenz wird mit der Zeit mehr. Stück für Stück fängt man immer mehr und vor allem auch immer mehr maßige Fische. Das ist ja das, was man haben will. Wobei das Schöne ist eben hier am Windenbach und deswegen angle ich auch gerne immer noch am Windenbach, dass man eben hier am Windenbach auch im Low-Level-Bereich gerade ganz viele Fische rausziehen kann, sich den Kescher schön voll machen kann. Und wenn man dann mit einem vollen Kescher zum Café geht, kann man super gut Kaffeeaufträge abgeben. Ganz viele Kaffeeaufträge sind da drin für unmaßige Fische, die sonst 0, Silber bringen, 0, irgendwas. Da kriegt man dann im Café richtig gut Silber. Das Ganze habe ich auch schon mehrfach erklärt in der Tutorial-Serie. Ich verlinke die auch nochmal oben. Die gesamte Tutorial-Serie 2022 lohnt sich absolut. Kompakt alles zusammen, alles auf die Essenz zusammengeschrumpft. Also wenn du neu bist im Game, da auf jeden Fall mal reinschauen.
Zwischendurch zuppel ich mal immer wieder ganz gerne hier an den Ruten. Vielleicht ist da ja irgendwo ein Fisch dran, ein ganz kleiner, der sich nicht so richtig gut gemeldet hat. Gerade hier sehe ich, habe ich einen kleinen Fehler drin. Das heißt, wenn man mit den Fiederruten unterwegs ist, kann man die Spitze variieren. Und ich mache jetzt hier diese ganz leichte Spitze dran, damit ich das Zuppeln der ganz kleinen Fische auch besser mitkriege. So, nochmal ein bisschen dran rumzuppeln. Ja, die Stelle absolut klassisch. Ganz oben hier quasi. Ganz oben in der Kurve hier in diesem Bereich. Andere Stellen sind dann natürlich auch hier direkt daneben oder daneben oder daneben. Also es gibt hier verschiedenste Möglichkeiten, sich hier hinzustellen und immer in diese Steilwand sozusagen rauszuwerfen. Auch hier durchaus die Möglichkeit, wenn man mal Lust hat, sowas wie eine Quappe oder sowas zu fangen in der Nacht. Oder auf Spinning kann man sich hier auch schon mal hinstellen. Allerdings ist es so, dass das Gewässer nicht so ganz prädestiniert ist dafür. Die Fische sind zwar hier drin, aber dass man sowas wie eine Quappe fängt, ist jetzt nicht ganz so häufig. Sowas wie einen Zander ist äußerst selten sogar, dass man den fängt. Das heißt, es macht nicht viel Sinn, gezielt auf solche Fische zu gehen. Na guck mal, Zugmücke ist draußen und die liefert dann doch auch was hier. Es zuppelt hier schön ab. Wir warten noch ein bisschen, bis die Spitze weiter unten ist. Jetzt ist der Fisch dann auch dran. Kurz R gedrückt, dann haben wir unten die Fehlermeldung und die bestätigt uns, dass der Fisch dann auch dran ist. Das ist auch schön. Barsche, die man sonst eben gerne mit einem Spinning besser fängt, die kann man eben auch dann mit der Zugmücke ganz gut hier fangen, wenn man dann Barschaufträge im Café abgeben will. Ja, so viel dazu zu der Stelle. Wie gesagt, wichtig ist, testen in der Breite, in der Tiefe, verschiedenste Köder, verschiedenste Hakengrößen dann auch nochmal anpassen und damit bekommt ihr dann an so einer Stelle eine große Spanne an Fischen, die man locker und gut rausziehen kann. Wie gesagt, wichtig ist immer viele Fische schon mal in den Kescher reinpacken und später dann erst, wenn man, ich sag mal, so 50 Fische plus irgendwie im Kescher hat, dann erstmal zum Café gehen und da die Kaffeeaufträge abgeben, dann kommt man damit richtig gut weiter. Also, ab an einen der Top-Spots hier am Windenbach. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.